züchten. Oh? Das Züchten beginnt. Raupi. Das ist alles für ein Raupi. Aber ich hatte es noch nicht, okay. Zeig mal. Als Schuss vor Feinden sondert es einen übelriechenden Gestank mit seinen Antennen ab. Alles klar. Machen wir den Rest auch noch direkt. Das sollte ja eigentlich nicht so lange dauern, ne? Oh? Die ganzen Vorentwicklungen von einigen Pokémon. Hoho. Bündra Tytorax. Es liebt schmutzige Orte. Angeblich zieht es auch in menschlichen Behausungen ein, wenn man zu viel Müll rumliegen lässt. Ah, so wie bei mir, okay. Oh. Mehr Liebe. Schön. Quickel, so heißt der Teil, genau. Ich denke die ganze Zeit nochmal nach. Wie heißt nochmal die Vorentwicklung von dem Teil? Auf Nahrungssuche wird es mit der Nase durch den Erdboden. Manchmal entdeckt es dabei auch heiße Quellen. So, noch zwei. Komm. Ja. Oh. Was haben wir hier drin? Hallöchen. Ein Goldra. Gibt es bestimmt irgendwo, aber ja. Das haben wir so bekommen. In der Urzeit lebt er jetzt im Meer. Nun ist er als Geist-Pokémon wieder wach und irrt ratlos durch seinen früheren Lebensraum. Wo ist dieser? Ich habe es nicht gefunden. Oh? Musik immer. Aha. Miniras. In diesem Kampf Drachen Pokémon die Vorentwicklung. Durcheinander schlagen ihrer Kopfschuppen bringen sie einander das Kämpfen bei. Dadurch verbessern sich ihre Attacken und ihre Stimme. Alles klar. Gut, das war's dann. Erst einmal für die ganzen anderen Pokémon wie Pichu und so muss ich erstmal nachgucken, was für Räucher ich denen geben muss und so. Und ja. Gut. So. Müssen wir uns dich holen. Und ich nicht mein Geronimatz auf Level 50 oder mehr hochleveln muss. Was voll nervig ist. So. Aufgehört zu schneiden in der Ecke, finde ich schon mal sehr gut. Also, ja. Solange du jetzt nicht irgendeine Rückschussattacke hast. Kriegen wir hin. Das Ding ist allerdings gefährlich gegenüber unserem Jäger. Also ja, mal schauen. Warum greife ich eigentlich mit Totschlag als erstes an? Oh nee, komm schon, kann nicht so stark sein von dem Viech. So, hohe Volltrefferquote. Ja komm, nicht kaputt auch. Gut, zu meinem Klaue. Okay, zu meinem Klaue. Das hat weh getan. Warum? Okay, jetzt heißt es wieder wie ein blöder werfen und hoffen, dass das Ding drin bleibt. Und ja, ich habe ein Team aus dem Team. 35 Bälle habe ich nur. Das ist nicht so gut. Und jetzt im gelben Bereich ist paralysiert. Dürfte schon irgendwie funktionieren, ne? Okay. Ich dachte, er macht sich jetzt wieder einen auf dreimal wackeln, dann wieder ausbrechen. Wollte er da wahrscheinlich machen, aber dann hat er gemerkt, oh warte mal, ich stecke fest. Nein. Gut. Und all diese Pokémon da werden sich gleich entwickeln. Werden schon sehen. Wir sehen sogar einige neue Pokémon, unter anderem. Die haben wir ja letztens erst gesehen. Pilzebub entwickelt sich. Jahre denn so. Diese
Geiger Dynamax Version von ihm sieht echt aus wie so ein Jojo Charakter oder so ein Stand. Wickelt es seine Haare um den ganzen Körper, verstärkt dies seine Muskelkraft. Das macht es so stark, dass es sogar Machemai bezwingen könnte. Alles klar. Boah, voll viele Rivalitäten bekommst du irgendwie zu spüren. Ne? Dieser irgendwie heißt es in jedem zweiten Pokédex-Eintrag, oh, dieses Pokémon ist der größte Rivale von diesem Pokémon. Jedenfalls Pantimos. Wir haben ja die Entwicklung schon gesehen, aber ja. Worte Wort würde ich nur ein Level irgendwie dämlich ist. Pantifrost. Ich meine, das ist ein Pantimos. Vor einem Level, dann entwickelt sie sich direkt. Diese Magnate Stepptänzer schwingt einen aus Eis geformten Gehstock und gibt mit dem leichten Fuß seinen Tanz zum Besten. Warum? So, das Pokémon haben wir ja schon eigentlich die Entwicklung, aber wir haben noch nicht die weibliche Version. Also machen wir auch mal. So, dem Pokémon, das nicht das Pringles Maskottchen ist. Aber leider kein Eintrag. Nee. So, die zweite Entwicklung von Milza haben wir noch nicht. Wir haben schon einen Max Axe. Wir haben noch keinen, wie auch immer das Ding nochmal ist. Scharf Axe. Rip. Da seine Hauer nicht mehr nachwachsen, wetzt es sie nach einem Kampf brutsam an einen geeigneten Felsen eines Flussbeets. Und du. Und ich bin sehr interessiert, was du dich verwandelst. Irgendwie passend, dass die letzte Entwicklung ist. So, zeig mal. Okay. Was ist das? Silimbrim. Das sieht cool aus, der Teil. Die starken Psychokräfte, die jetzt ausstrahlt, rufen Kopfschmerzen hervor. So hält das andere Lebewesen von sich weg. Von sich fern. Ja, und hätte ich auch gerne mein Team eigentlich. Aber habe ich. Ich habe gar keinen Psycho, ne? Ist noch nicht zu spät. Aber ich habe schon genug Pokémon in diesem. Mein Story-Team, würde ich sagen. Es ist ein furchtloses und stolzes Pokémon, das als Symbol des Muts häufig auf Wappen abgebildet wird. Boah, so ein Kampf zwischen Dämpfig und Kramer, das wäre es doch, ey. So. Dann nächstes. Komm mal her, du. Okay, dann komme ich. Hey, andere Ding. So auf mich zugekommen, hat mich angepfiffen und so, und du machst gar nichts, ehrlich? Okay. Dann komm mal her. Erstmal Donnerwelle natürlich. Oh Gott. Also nicht. Fällt mir nicht. So, Psychoklänge. Ich sowieso nicht dadurch drauf gehen. So. Selbst wenn das ein Volltreffer wäre, müsstest du, glaube ich, überleben. Ne? Keine Ahnung. Oh nee, nicht so was. Ich würde schon sagen, du hast hohe Spezialangriff, ne? Nicht nur einen Spezialangriff, meine ich. So, jetzt. Übertreibst man nicht mit dem Gigas Auge, okay? Oh Gott. Wird Jäger wieder drauf gehen, so wie bei jedem anderen Fangversuch? Ich glaube ja. Sie wird zurück zum Treffpunkt, dem Hochheilen und ach. Kotzt mich ein bisschen an. Oh, nee. Sonst will ich auf einer P runterbringen. Da wird es bestimmt bringen. Ja, okay, komm. Ja, ist sowieso vorbei. Oh. Oh. Du. Ja, dann, die sind kurz davor, sich zu entwickeln. Wir müssen am Leben bleiben. Pokéball flieg. Nium. Na. Oh. Zuflucht. Ich weiß immer noch nicht genau, was das macht, aber was? Okay, jetzt mal hat er fehlgeschlagen, deswegen dachte ich, dass wir irgendwie so eine besondere Attacke oder so. Oh nein. Los, bleib drin. Ja, jawohl. Gut.
hat Schwächen doch was gebracht. Das voll gegen meine Religion zum Pokémon fangen geht. So, wir haben jetzt ein paar Pokémon, die sich noch entwickeln, wie du zum Beispiel, wo wir die Entwicklung hier rumlaufen gesehen haben. Egal, habe ich das schon mal. Stehe nicht, warum das Viech so sich so spät entwickelt. Megalon sind überhaupt stark, der Teil. Jedes Mal, wenn der Megalon auf einer Farm auftaucht, verschwindet bald darauf ein Zwollock unter mysteriösen Umständen. Was? Das sind Außerirdische. Hallo, wie Brava entwickelt sich. Boah. Endlich. Viel Brava, du kannst dich in Sicherheit bringen. Jetzt, wo du die Bell dran ist. Und du darfst jetzt nicht mehr drauf gehen. Da sich stets im Zentrum des von ihnen entfachten Sandschirm auffällt, bekommen Menschen es so gut wie nie zu Gesicht. Ja, weil es so lange dauert, die zu entwickeln, wahrscheinlich. Die ganze Zeit verrecken, wenn die noch nicht in die Beldra sind. So, du. Zieh eine Rose hoch und entwickel dich. Irokese. Keks. Das wieder Ding heißt keine Sorge. Selbst seine halbherzigen Tritte sind stark genug, um die Betonpfeile eines Meistergriffs zu zertrümmern. Krass. Und hier, die Bewohner Glas mögen den eigentümlichen Geruch, den seine Blätter verströmen. Als Parfüm ist es sehr beliebt. So cool. Okay. Ich habe dich gefunden. Boah, ist voll nervtötend, hier an diesem Wutanfallsee-Gebiet rumzulaufen. Alle Pokémon rennen einen hinterher irgendwie. Du gibst die ganze Zeit nur Kram aus. Voll nervtötend. So, dich kann ich leider nicht mit Durchbruch angreifen oder Psychoklinge. Durchbruch macht dich wahrscheinlich sofort alle. Und ja, Psychoklinge bringt nichts. Also ja, Trugschlag. Und das ist natürlich nicht toll. Ganzen verdammten. Lass es Bälle werfen. Okay. Okay. Boah, war ja so klar. Jawohl, komm, bleib drin. Danke. Marikadax wurde gefangen. Und ja, muss die zweite Entwicklung von Dings ja bekommen. Deswegen, ja, wieder jetzt so viele Level. 1 zu 16. Okay. Es verfügt über eine beeindruckende Stimmkraft. Sein von Schreien begleitetes Drohverhalten nennt man auch Abblocker. So, empfohlene Pokémon. Gefangen. Und jetzt wieder nichts. Okay. Wird auch langsam echt schwer, hier Pokémon zu finden, die ich noch nicht habe. Also ja. So, ich habe in der Natur zwar ein paar Fossilien ausgraben können. Und ja. Wir wollen mal gucken, wie einige andere fossilen Pokémon hier aussehen. So, ich hoffe, ich werde jetzt auch die richtigen wählen. Ne? Man muss ja zwei miteinander verbinden. Ne? Und warte, ich muss mal noch kurz nachgucken. Das warte ich am wenigsten ab. Das habe ich noch nicht verbunden, nehme ich an. Ne? So, das ist nicht hier. Hier. So, Fischfossil. Das nehme ich mal an, neu. Ne? Das heißt, ich habe wahrscheinlich die beiden schon miteinander verbunden. Ne? Vogel- und Paddelfossil. Ne? Da ist jetzt Fisch und Vogel und Fisch und Paddel, ne? Fisch und Vogel, Fisch und Paddel. Fisch und Paddel. Ich kann gar nicht Fisch und Vogel. Und dann mit dem Paddelfossil in ein Pokémon zurückverwandeln. Fisch und Paddel, alles klar. So, das hier und das dorthin, so ist es. Das sollte passen. In was hat sich verwandelt? Pescriodon. Wie siehst denn du aus? Bist du denn?
Musik Pokémon Wasser Eis. Es fängt seine Beute, indem es seine Umgebung einfällt. Doch da sich sein Maul oben auf einen Kopf findet, ist Fressen für es sehr umständlich. Sieht mir irgendwie nicht gesund aus, so wie wir die zusammenpacken irgendwie. So, ich habe jetzt Fisch und Paddel genommen, ne? Kann gar nicht anders, okay. Vogel und Paddel, das wird zum Dings, ne, was ich schon habe, ne? Aber ich habe ja genug von denen, also lass mal probieren. Der Kryodon, das habe ich schon. Dreck. Okay. Gut, haben wir eben nur eins bekommen, was soll's. Zeig mal. Sieht irgendwie komisch aus, diese Fossilien. Die alle Eis anstatt Stein. Keine Ahnung. Gut, das war's. So, da das Pokémon-Fang etwas knapp wird, müssen wir uns irgendwie anders den Pokédex auffüllen. Und ich weiß auch schon genau, wie. So, ich habe mir mal ein paar bestimmte Pokémon ins Team genommen, die sich mit Entwicklungssteinen entwickeln. Und ja, da ist jetzt auch nicht dieses Dynamax Pikachu, ne? Nö. Okay, und ja, ich würde sagen, wir entwickeln unsere Pokémon mal per Stein. Und ja, erste würde ich sagen, ist dann auch mal unser Pikachu. Wir haben noch nicht mal einen Raichu gesehen hier, jetzt merkwürdig. So, nur gucken, wo ich diese Steine wieder farmen kann. Aber ja, ich weiß wo. Gut. Pikachu entwickelt sich zu Raichu. Deswegen das erste Pokémon, was man in diesem Trailer gesehen hat, aber irgendwie sieht man überhaupt nicht dieses Ding hier in Gala. Sein langer Schweif dient ihm zur Erdung. So bleibt es von dem lebenden Wirk von Hochspannung selbst verschont. Du lernst was, ehrlich. Warum lernen die alle was bei Entwicklung? So, als nächstes hätten wir Picochilla mit einem Leuchtstein, von dem wir 7 Stück haben. Das ist noch sehr zu verkraften. Nanu, Picochilla entwickelt sich. Schön. Chillabelle. Es ist sehr reinig und duldet nicht mal das kleinste Staubkorn. Es beschichtet sein Nest mit dem Öl, das sein Körper absondert. Also mit dem Schweiß, mehr oder weniger. Gut, als nächstes hätten wir Feuerstein, Vulpix. Zu Vulnona. Zeig mal. Zu Ninetales, ich meine Vulnona. Ninetales ist so ein viel besserer Name im Englischen. Man sagt, es lebe 1000 Jahre und jeden seiner Schweife wohnen übernatürliche Kräfte inne. So, dann haben wir noch hier einen Sonnenstein für Iguana. Ich hätte auch gedacht eigentlich Donnerstein, aber nö. Nanu, Iguana entwickelt sich. In Illesaat. Nicht vor die Verschwendung. Ganzen armen Steine. So wurde in seinem Wüstenreich, das vor langer Zeit unterging, sehr respektiert. Zusammen mit dessen Schätze gelangt es in die Galar-Region. Ah. Irgendwie vor die Verschwendung, wenn ich diese Steine benutze, ohne dass ich die Pokémon an sich benutze. So. Jetzt sehen wir mal wieder was Neues, und zwar einen sauren Apfel auf Knapfel. Ich will mal sehen, was du dich entwickelst. Sag mal, ja, das ist ja Pflanze Drache, ne? Okay, Drapfel. Alles klar. Nach dem Verzehren des sauren Apfels hat es sich entwickelt. In den Backentaschen speichert es eine saure Substanz, die zur Verbrennung führt. Aber es gibt auch einen süßen Apfel, oder? Ich habe jedenfalls noch einen süßen Apfel im Schild. Da gibt es noch eine Entwicklung? Keine Ahnung.
So, das war's. Und ja, mal schauen. Aha, ich habe noch ein paar Pokémon zum Entwickeln gefunden. Oh. Zurück zu den Steinen. Und zwar einmal hier Wurmball mit einem Sonnenstein. Frisst hat. Schön. Elfen. Es verschreut Watte, um Leute zu ärgern. Es hört damit auf, wenn es nass wird, weil es dann zu schwer ist und sich nicht mehr bewegen kann. Oh. So, was haben wir noch? Ein Leuchtstein auf Roselia haben wir auch. 6 Stück kann ich verkraften. Wenn wir dafür die Entwicklung eingetragen bekommen. Roselia entwickelt sich. Wie ist denn da passiert? Roserade. Mit dem süßlichen Duft seiner Blüten betört es seine Gegner, bevor es mit dornigen Ranken heftig auspeitscht. Wutsch. Schön. So. Und erstmal machen wir den hier, würde ich sagen. Eisstein auf Lampion. Bei dem Ding habe ich im Pokédex nachgeguckt und da stand sogar Habitat unbekannt. Also ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann können wir danach nur noch einen Eisstein haben. Ja, guckt euch diesen Afro an. Oder Hut, keine Ahnung. Für ein Pivian. Ist es ein Hut oder ist es ein Haar? Man weiß es nicht. Es lagert Futter in den Schneeball auf seinen Kopf und trägt es nach Hause. Bei Schneestürmen steigt es zu den Siedlungen der Menschen hinab. Und bringt sie alle um. Keine Ahnung. Gut, dann... Noch den Finsterstein auf Duokles, so entwickelt sich der Teil nochmal. Habe ich total vergessen. Außer hat sich geändert. Keine Ahnung. Schon lange her. Dann haben wir Durengard. Den eigentlichen Repräsentant für Pokémon Schwert und Schild. Müsste halt eigentlich sein. Mit seinen sternen Körper und der Barriere, die es durch mysteriöse Kräfte erzeugt, vermag es jegliche Angriffe abzuschwächen. Ja, da war ja irgendwie so eine Fähigkeit, ne? Königsschild. Ja. Gut. Da müsste unser 285. Pokémon mittlerweile sein, ne? So. Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, was wir noch machen können, um unseren Pokédex zu erweitern. Also, weiß ich nicht. Mal schauen. Ich finde jedenfalls heute nichts mehr. Aber mal sehen, was noch hier kommt. Hier nach. Keine Ahnung. Lucario. Lucario. Wir haben uns auch schon eine Weile lang vorher geschoben. Jetzt wird Zeit, den zu fangen. Ich verstehe nicht, warum manchmal irgendwie auf der Karte hier die Musik verschwindet. Also das ist irgendwie merkwürdig. Und du bist nicht mal annähernd so stark, wie ich gedacht hätte. Okay, cool. Ich dachte, du wärst auch schon so Level 50 oder irgendwie was. Aber okay. Ah, verdammt, wie soll ich dich jetzt schwächen? So zur Hälfte Stahl. Trugschlag. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ne? So, Rapidschutz, Metallsound. So. Solange du nicht Bodycheck oder irgendwie sowas hast, schafft man das schon. So. Aber ja, Trugschlag. Und jetzt setzt kein Bodycheck oder irgendwie sowas ein. Am besten jetzt sofort gefangen. Das wäre awesome. Ich habe nur 28 Bälle. Nein. Na? Na? Da. Okay. Green. Na los, komm. Ich habe echt gedacht, der wäre irgendwie voll höher gelevelt. Aber Gott sei Dank zum Glück nicht. Gut, Lucario gefangen. So. Ich hoffe, das Ding entwickelt sich mal bald.
Hier läuft zwar die Entwicklung in der Nähe herum, aber wenn sich das gleich entwickelt, dann ja. Aura-Pokémon. Es jagt seine Beute, indem es eine Kraft manipuliert, die Aura genannt wird. Dadurch kann es sogar große Felsen pulverisieren. Oh mein Gott. Ich habe drin gerade was gesehen. Wo ist es? Da, glaube ich. Boom. Wobei. Wollen wir nicht extra ausbrüten. Würde vielleicht schneller gehen, aber was soll's. Wenn es uns angeboten wird, dann machen wir. So, nimmst nicht Schaden durch Sandsturm, oder? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du Bodycheck kannst. Deswegen werfen wir mal direkt. Baby-Pokémon, die werden ja wohl nicht so schwer zu fangen sein. Tränendüse. Ja, ich hoffe, ich entschließe mich nicht gleich noch mal anzugreifen. So, komm rein. Stell dich jetzt nicht so an. Ich werde jetzt ein Papa sein. Jawohl. Wobei, wurde gefangen. Alles klar. Es sondern sowohl Schweiß als auch Tränen über seine Augen ab. Sein Schweiß schmeckt leicht salzig, seine Tränen ein bisschen bitter. Ist ja nicht genau andersrum irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, wie beides schmeckt, aber okay. So, hier gibt es Vulkanos. Ich habe gedacht, die laufen in dieser Region gar nicht rum. Ich irgendwie noch keins angetroffen habe, aber anscheinend ja. Normalerweise immer so, wenn es Vulpix in einer Edition gibt, dann gibt es in der anderen Version Vulcano. Da war denn Rot und Blau jedenfalls. Und ich glaube auch in den meisten anderen Pokémon-Spielen. So, ich weiß genau, dass du Bodycheck kannst. Deswegen muss ich wieder werfen sofort. Dreck. Ich kann ihn nicht schwächen, Mann. No. So, Flammenwurf, Knirscher. Außer ich sehe all deine Attacken und weiß, dass du nicht Bodycheck kannst. Ich wünsche, es gibt irgendwie so einen Move, wo man sehen kann, was die Pokémon alles können an Attacken. Wäre nicht schlecht, das wäre ganz schön nützlich, ehrlich gesagt. Superwurf. Er hat die höchste Durchschlagskraft. Oh. Ja, Weg ist mein, da ist ein bisschen blöd diese Mechanik, aber weiß er nicht, ob ich jetzt 20 Bälle werfe und irgendwann da drin Ding drin ist oder ob das irgendwann beschleunigt wird, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Übrigens, das Ding entwickelt sich. Zeig mal. Ach nee, wir kennen ja Entwicklung, glaube ich schon, ne? Haben wir schon mal gesehen. Ja. Das wäre die letzte gewesen, zweimal gesehen haben. Mediras. Das ist das letzte Gigaras. Für sie sind zerschmetternde Schuppen und Namen Trophäen, die sie besiegte Gegner nach dem Kampf voller Stolz zeigen. Alles klar. Es ist von Natur aus tapfer und vertrauenswürdig und scheut auch vor Gegnern nicht zurück, die größer und stärker sind als selbst. So, und deswegen wusste ich, dass hier welche rumlaufen, aber mein Pokédex mir hat empfohlen hat. Und jetzt ist hier wieder nichts. Okay, danke. So, Xatu, hi, boom. So, bei dem muss ich aber sofort werfen, weil ich habe schon mal versucht, den zu fangen und der hat sich wegteleportiert. Das ist ein bisschen nervig jetzt. Also ja, ich muss direkt werfen. Ich hoffe, dass das Ding drin bleibt, weil sonst setzt der Teleporter uns dann auf nimmer wiedersehen weg. Perfekt. So muss das. Ich habe noch 5 Pokémon dabei, was ist denn los mit mir? Man sagt, es sei so still und in sich gekehrt, weil es die Zukunft, die Vergangenheit parallel sieht. Krass. Und wir entwickeln ein Iskala. Ja, warum begrüße ich euch hier? Weil das ein bisschen merkwürdig ist, das Ding zu entwickeln. Und zwar muss man die Switch-Konsole im Handheld-Modus auf den Kopf drehen, während man auflevelt. Also
Ich habe jetzt einen Kopf mehr oder weniger auf den Kopf gemacht und einen Kampf auf den Kopf, ne? Und ich kann nicht aufnehmen, wenn die Switch im Handheld-Modus ist, sondern nur, wenn die drin in der Konsole ist. Und ja, deswegen konnte ich erst ab hier anfangen aufzunehmen. Und wir gucken uns jetzt die Entwicklung an. Ich meine, da ist eine interessante Weise, das Ding zu entwickeln, aber ist auch wieder so eine Sache, wie kommst du darauf irgendwie im Spiel? Ich meine nicht, ich glaube nicht, dass irgendwann mal ein NPC oder so gesagt hat, hey, dreh mal deine Konsole, während du Discard entwickeln willst oder so. Weil, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, jedenfalls blickt man in das Licht, das es mit seinem Körper zeigt, wird man sofort hypnotisiert und steht danach unter der Kontrolle von Calamanero. Okay, irgendwas. Nero bedeutet schwarz, das weiß ich. So, so, und das Ding hat sich auf Level 52 endlich mal entwickelt. Kann mich gar nicht erinnern. Ist die Entwicklung gut irgendwie? Das ist jedenfalls eine krasse Typenkombination. Aber ja, ich glaube vierfach anfällig gegen Kampf. Ja, da steht ein Gefolge aus mehreren Gladiantri und achtet immer streng darauf, dass ihnen keiner seine Handlanger in den Rücken fällt. Alles klar. So, dann haben wir ja noch ein Lichtel, das wir direkt danach noch mal entwickeln werden. Hat auch erst irgendwas mit Level 40 oder so entwickelt, wenn ich mich irre. Laternecto. Oh. Es wird als Todesboot gefürchtet, da es oft in der Nähe von Menschen auftaucht, deren Ende kurz bevorsteht. Mein Gott. Pokémon, hör auf. So, und das Ding hat sich auch endlich entwickelt. Genatropo. Diese ganzen Pokémon schwarz und weiß, von Pokémon schwarz und weiß, ey. Warum haben die alle so riesige Level, die sich erst entwickeln? Ich verstehe das nicht. So. Wenn es in Rage gerät, erzeugt es gewaltige Eisböen, die sowohl Freunde als auch Feind aus Eisklötzen gefrieren lassen. Zu Eisklötzen. Boah. So, und dann gucken wir uns hier unser Laternen-Pokémon mal an. Ich weiß nicht genau, welchen Stein, entweder ein Finster oder ein Feuerstein, aber einen von den beiden brauchen wir, um das Ding noch mal zu entwickeln. So, Finsterstein oder nicht, doch Finsterstein. So, haben wir das auch hinter uns. Entwickeln wir das Ding noch mal. Und ja, mal wieder so 5 neue Pokémon bekommen. Ein Skelebra. Boah. Ich habe die Namen alle ganz anders in Erinnerung. Dieses Pokémon bewohnt gerne alte Anwesen. Es hypnotisiert seine Opfer, indem es die Flamme an seinen Arm auf unheimliche Weise schwenkt. Alles klar. Oh, wollt ihr mal meine Eier sehen? Ja, ich habe 5 Eier dabei. Und aus denen schlüpft hoffentlich jetzt überall das raus, was ich mir hoffe. Da haben wir schon mal einen Natu. Oh. Ja, ich musste im Internet nachgucken, was für Pokémon ich was für Räucher geben muss, um die Baby-Pokémon zu bekommen. Und ich hoffe, die sind jetzt auch alle richtig gewesen. Es ist ein erfolgender Kletterer. Besonders gerne steigt es auf die Wollen und frisst die jungen Trebe ab. Okay. Oh, direkt noch eins. Also ja, ich hoffe, jetzt tun auch die richtigen Dinger da rausschlüpfen. So, das schon mal das Richtige. Ist so. Indem ich, glaube ich, einen Lachsrauch wohin genau gebe. Das ist die einzige Kombination, die ich ehrlich gesagt noch wusste. Iso bleibt immer in Rudel und schubsen einander spielerisch, um die Ausdauer zu trainieren. Okay. Und direkt das nächste. Gut, ja. Jetzt nicht so krasse Pokémon da drin, also nehme ich mal, dauern alle nicht so lange. Ich habe die direkt immer in die Boxen reingelagert, dass ich die bekommen habe. Und ja, da haben wir ein Grabokles, genau. Den haben, hatte ich sogar noch irgendwie im Kopf, aber es wird gerade entflohen. Seine Seele ist die eines Menschen, der vor langer Zeit durch dieses Schwert getötet wurde. Alter, ja, 2 noch übrig. Die kriegen wir auch noch. Los, komm, komm, komm. Ja, weiß nicht.
auch wieder so eine Sache, wie soll man sowas alleine herausfinden, welchen Pokémon man welche Droge geben muss, damit irgendwie ein Baby da rauskommt. Wobei bei einem habe ich gedacht, muss es denn auch irgendwas geben, aber anscheinend nicht. Ja, Riolu. Habe ich auch jetzt gedacht, du musst Lucario irgendwie ein bestimmtes Räuchlein geben oder so, aber anscheinend nicht. Konnte man so einfach geben und dann kriegt man das auch. Es besitzt so viel Ausdauer, dass es die ganze Nacht rennen könnte. Wer mit ihm spazieren gehen will, kann nur schwer mit ihm Schritt halten. Also ja, da brauchte ich irgendwie keinen Rauch für. Hat mich irgendwie verwundert. Ich dachte, Riolu wäre auch immer so ein Baby-Pokémon. Aber anscheinend nicht. So, dann machen wir noch eine Runde oder zwei. Ich weiß auch jetzt, was das letzte Pokémon nochmal war. Da musste ich aber auf jeden Fall einen Rauch noch den Elternteil geben. Hier raucht das, dann kriegst du ein bestimmtes Pokémon. Mein Gott. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Dann müssten wir nämlich an die 300 angekommen sein. Angefangenen Pokémon. Das ist auch ein guter Punkt, um aufzuhören. Ne? Mittlerweile wird es auch ein bisschen schwierig, neue Pokémon zu finden. Oh, Mumfuck so. Und er pennt direkt wieder ein. Gut, habe ich den ganzen richtigen Räucher gegeben. Es ist völlig darauf fixiert, so viel wie möglich zu fressen. Der Geschmack spielt aber keine Rolle. Auch verdorbene Nahrung macht ihm nichts aus. Klingt wieder weges. So. Jetzt haben wir 300 Pokémon. Schön. Und ja, ist wahrscheinlich ein guter Punkt, um aufzuhören, ne? Aber ich weiß noch nicht. Ich guck mir, ich glaube, ich habe so 37 Minuten oder so aufgenommen. Und ja, weiß nicht. Hier wird der Part wahrscheinlich beendet. Aber wenn nicht, dann mache ich halt ein bisschen weiter. Mal schauen.